An meinem Bonustag in Miltenberg blicke ich erfreut aus dem Fenster auf blauen Himmel. Da Schnee liegt, muss ich bis mittags warten, dass ich losgehen kann, das wäre viel zu glatt gewesen. Ich möchte Richtung Kloster Engelberg, aber zuvor möchte ich noch die Mildenburg besuchen. Es ist ganz schön rutschig darauf und ich muss mich am Geländer festhalten. Aber der Blick von oben entschädigt für alles. Miltenberg, der Main. Ein Blick in den Innenhof werfen. Das Glockengeläut genießen. Bevor es hinunter ins Schwarzviertel geht, das von Brauereien und Kellereien nur so gespickt ist. Ganz besonders beeindruckend ist die regionale Faustbrauerei. Das Bier schmeckt übrigens total lecker. Habe ich am Vortag im Riesen probiert. Den sehen wir am Schluss des Filmes noch. Sehr urige Gaststätte übrigens und das älteste Haus am Platz, wenn ich das richtig weiß. Platz ist auch in der kleinsten Hütte im Schwarzviertel für eine richtig gute Brauerei. Vorbei am Mainzer Tor laufe ich erst etwas an der Straße entlang und dann geht's in den Privatpark der Fürst zu Löwenstein Stiftung. Viele Bäume und Äste hat's in der letzten Nacht beim Unwetter umgehauen oder abgerissen. Ich muss mir meinen Weg bahnen und ich rieche ihn schon, bevor ich ihn sehe. Ein reiner Bärlauchwald. Nicht vor mir. Da ist das Schloss Löwenstein, das mit seinen Nebengebäuden unter anderem auch Seminarhäuser beherbergt. Dort sehe ich schon mein eigentliches Ziel, hoch über Großheubach, das Kloster Engelberg. Doch vor dem Klosterbesuch hatte liebe Gott ein Kreuzweg mit 612 Stufen gesetzt, der mich ganz gut ins Schwitzen bringt. Herzlichen Dank an die Menschen, die in dieser schönen Kapelle einen Stuhl hingestellt haben. Ich glaube, ich habe jetzt wohl knapp 400 Stufen hinter mir. 200 muss ich noch. Schwitz. Moment, verschnaufen. Gleich habe ich es geschafft, gleich bin ich oben. Das muss ich noch. Bayerns längste steinerne Außentreppe und die Klosterkulturlandschaft. 612 Engelsstaffeln. Engelsstufen sozusagen. Da hinten komme ich her. Unten im Park über die Brücke und hier hoch. Ein kleiner Besuch in der Klosterkirche. Das muss sein. Weiter führt mich mein Weg Richtung Miltenberg zur Maria-Hilf-Kapelle. Eine wirklich schöne Strecke. Ich habe den Schneeregenschauer mit Gewitteranteilen, man glaubt es kaum,
Mitte April eben fein ausgesessen in der Klostergaststätte beim Kloster Engelberg. Ich laufe jetzt im Sonnenschein weiter. Mein letzter Wandertag geht zu Ende. Heute mal mit leichtem Gepäck und das ist eine Wohltat, sage ich euch. Denn ich habe eine Zusatznacht in Miltenberg gebucht gehabt. Ich fahre dann morgen wieder nach Hause mit dem Zug. Aber ich konnte mir Miltenberg noch mal in Ruhe ansehen. Gestern allerdings im Dauerregen. Und lag ich noch mal bei hoffentlich noch Sonnenschein. Nächstes Wochenende ist schon das Osterwochenende. Und wir hoffen, dass wir dann mit unserem neuen Wohnmobil, unserem Kastenwagen, dem Pössl Summit, unterwegs sein können. Am Montag haben wir die Übergabe vereinbart. Bitte drückt uns mal die Daumen, dass das klappt. Und ein kleines Video dazu wird es dann bei meinem Lucy geben auf Lucy's Bike Channel. Hier gibt es dann übrigens auch endlich mal Kilometerangaben, die ich im Taubertal sehr vermisst habe. Ja, ich finde hier an dieser Stelle, in dieser kleinen Kapelle, ist das gerade mal die richtige Stelle für mein Schlussfazit zu meiner Wanderwoche im Taubertal und heute noch ein wenig entlang des Mains. Ich wollte laufen den Panoramaweg Taubertal in 6 Etappen von 14 bis zu knapp 30 Kilometer aufgeteilt. Das war mir nicht wirklich möglich durch die Wetterverhältnisse. Bei meiner Ankunft in Rothenburg hatte es extrem geschneit, 2 Tage lang. Ich bin die ersten 2 Tage in ca. 15 cm Tiefschnee auf ungeräumten Waldwegen unterwegs gewesen. Meine Strecken waren nicht zu schaffen. Du läufst vielleicht 10 Kilometer im Tiefschnee, wenn du dich nicht gerade auf die Klappe legst, weil ich hatte ja keine Stöcke dabei. Es war ja nicht damit zu rechnen. Ich habe dann also ein bisschen abgekürzt mit Bus und Bahn. Im oberen Taubertal gibt es nur einen Bus. Ab Weikersheim fährt dann auch wieder ein Zug. Da wird das etwas einfacher mit dem Transfer. Dann kam noch dazu, dass es mir ab dem zweiten Tag nicht sonderlich gut ging. Ich hatte mir irgendeinen Infekt eingefangen. Ich habe gefröstelt. Mir war immer latent übel. Ich hatte keinen Appetit. Das heißt bei mir schon, was ich esse eigentlich unheimlich gerne. Es ging dann die nächsten Tage wieder leicht aufwärts mit mir, aber ich habe ganz viel geschlafen, bin früh im Bett gewesen und ich habe meine Etappen, das muss ich euch gestehen, nicht wirklich geschafft. Ich habe immer die Hälfte der Strecke überbrückt und nur am 5. und schönsten Wandertag habe ich tatsächlich meine Strecke von Lauda bis an meinen Zielort geschafft. Und das war auch gut so, weil unterwegs habe ich das tolle Kloster Bronnbach gesehen. Das war auf jeden Fall ein Besuch wert. Kann man sagen, dass der Panorama wie ich Taubertal empfehlenswert ist. Ihr seht schon an meinem bedröppelten Gesicht, ich würde sagen, der Name ist schon mal falsch. Du siehst fast nichts von der Tauber. Du hast ab und zu mal ein Panorama, aber nicht auf die Tauber. Ich würde den umbenennen in Höhenweg Taubertal, das kommt der Sache schon etwas näher, aber es trifft es nicht wirklich, denn du läufst sehr weit weg von der Tauber in den meisten Fällen und nur an deinen Zielorten kommst du überhaupt wieder an die Tauber ran. Das finde ich persönlich nicht so schön. Meine Empfehlung wäre, frühestens Mitte April loszugehen, nicht wie ich jetzt schon Anfang April. Es ist definitiv eine Woche zu früh. Ab nächste Woche hat fast alles wieder geöffnet. Alles ist hier noch ein bisschen im Winterschlaf. Und die zweite Empfehlung ist, nehmt das Fahrrad und fahrt die Strecke Liebliches Taubertal. Die ist nicht umsonst mehrfach ausgezeichnet. Ihr bewegt euch immer entlang der Tauber. Mit eurem Rad passiert ihr diese ganzen zauberhaften Örtchen im Taubertal. Da braucht es auch keinen Motor, das schaffst du auch locker mit einem normalen Fahrrad, weil das hat wenig Steigung. Das, was ich gemacht habe, hatte teilweise extreme Steigungen dabei. Wenn es dann noch so glatt ist, wie ich das hatte, zuerst hatte ich Schnee und Eis. Es war rutschig, dann hatte ich total aufgeweichte Wege. In den Weinbergen war es lehmig, schlammig, rutschig. Heute wieder nach gestrigem Schneefall fast nicht zu gehen. Ich habe bis mittags gewartet, bis ich überhaupt losgehen konnte. Der Weg zur Mildenburg rauf war schon grenzwertig. Ich habe mich am Geländer festgehalten. Kommst dir vor wie eine alte Oma. Gut, das ist jetzt hier nicht mehr das Taubertal. Wir sind hier im Maintal.
Ich hatte mir eine Zusatzübernachtung in Miltenberg gegönnt. Heute war dann außer der 5. Etappe auf dem Panoramaweg tatsächlich der schönste Wandertag, obwohl es wieder rutschig ist durch den Schnee, der gestern gefallen ist. Aber jetzt geht es zu Ende mit meinem Wanderurlaub und an dieser Stelle sage ich danke, dass du mich begleitet hast und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist. Tschüss, eure Karin. Und schon wieder Stufen, aber diesmal führen sie mich hinab. Es ist vollbracht. Das stimmt für mich an dieser Stelle auch. Gut, ich habe noch 2-3 Kilometer. Dieser Wanderurlaub geht jetzt zu Ende. Kilometerangaben und Weinberge. Das mag ich dann beides. Auf dem Panoramaweg gab es auch allerlei Weinbergdurchquerung, aber vielmehr läufst du dort tatsächlich durch Wald. Aber der Wein aus dem Taubertal schmeckt schon gut. Ich habe hier speziell die Sorte Tauber Schwarz verköstigt, denn die gibt es nur hier. Da oben ist das Kloster. Die nächste Schlechtwetterfront rückt an. Und da, mein Finger voraus, ist die Maria-Hilf-Kapelle. Noch einmal über den Main zurück nach Miltenberg. Die lieben Schlösser, die hängen wohl überall. Ihr seht ja, das Hotel und die Gaststätte Riesen, unbedingt einen Besuch wert. Da war ich am Vortag. Ich glaube, das älteste Haus in Miltenberg. Die Hauptstraße ist wunderschön. Obwohl jetzt schon die Bürgersteige hochgeklappt sind. An dieser Stelle ein Gruß an die Wandersocken, Iris und Micha. Ukulelen gibt es hier. Zurück am Schmuckkästchen beim Hotel beschließe ich nochmal an den Main zu gehen und den Staffelbrunsern am gleichnamigen Brunnen einen Besuch abzustatten. Es kommt die Sonne wieder raus. Ein schöner Abschluss, wie ich finde.